Guten Quatsch, Hamburg. Eure Radio Hamburg Comedy Show mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Präsentiert vom Billstedt Center Hamburg. Ja, ich lieb es richtig. Wir waren mit der 7. auf Klassenreise da. Stadt Eiffelturm Paris war viel cooler, ist so. Das größte Shoppingcenter im Hamburger Osten mit über 110 Geschäften. Guten Quatsch, lange haben wir nichts von unserem Kulturreporter Berthold von Anstetten gehört, aber jetzt ist Filmfestival in Cannes. Berthold, welche Stars hast du schon getroffen? Tom Hanks und Tom Cruise sollen ja vor Ort sein. Tom Hanks spielt den Manager von Elvis in einer Elvis-Biopic und Tom Cruise mit Top Gun Maverick. Ja, aber das ist Mainstream, Herr von Rumpold. Popcorn-Kino für die Massen. Das interessiert mich nicht. Mich interessieren die kleinen, leisen Filme, wie zum Beispiel der südkoreanische Mystery-Thriller Ping Pong über einen altgriechischen Tischtennisspieler, bei dem interessanterweise ein Flensburger Regie geführt hat. Ein Flensburger? Wer denn? Harry Baptiste Fleischmann. Harry hat letztes Jahr mit dem Familiendrama Affe auf Toast 3 Lulus gewonnen und ist seitdem einer der angesagtesten Arthouse-Regisseure. Übrigens auch im Bereich Fantasy-Dokus. Was sind denn Fantasy-Dokus? Wie der Name schon sagt, das sind ausgedachte Dokumentationen. Auch im Wildlife-Bereich spielen sie eine immer größere Rolle. Die Wüstendelfine von Amrum wurde 2017 beim Filmfest in Süderbrarup mit dem Baron von Münchhausen-Preis ausgezeichnet. Gibt es bei YouTube zu sehen und hat schon sagenhafte 117 Aufrufe. Ja, toll, Berthold. Aber ganz ehrlich, unsere Zuhörer, denen ist, glaube ich, Tom Hanks etwas näher als dieser Harry Baptist Fleischmann. Aber dann sollen sie Radio Hamburg hören und nicht Deutschlandradio Kultur. Berthold, du bist bei Radio Hamburg. Tut mir leid, ich muss Schluss machen. Da drüben ist Martha von Seesen. Sie hat die berühmte dramatische Filmszene aus Der Teufel trägt Eierschale maßgeblich mitgeprägt. Oh mein Gott. Martha, Schätzchen, ich bin's, dein Berti. Herr von Rumpold, wenn mir dieser Tom Hanks über den Weg läuft, frage ich ihn mal nach seiner Schuhgröße, okay? Falls ich den überhaupt erkenne. Ja, vielen Dank. Berthold von Anstetten, live aus Cannes. Kurze Nachrichten mit Jessica Burmeister. Ampelregierung. Bundeskanzler Olaf Scholz will mehr führen. Das versprach er seiner Frau gestern nach einer Tanzveranstaltung. Medizin. Der Mangel an Kinderärzten soll aufgefangen werden, indem Kinder ab dem 5. Lebensjahr in Deutschland demnächst als volljährig gelten. Gute Nachricht von der Lieferkettenfront. Neuer Sahara-Staub ist unterwegs nach Europa. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Filmfestspiele Süderbrarup. Das war's von uns. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie doof, wir sind's schon.